Der Warburger SV. Ein Verein am östlichen Rand Nordrhein-Westfalens, welcher sich mit seinem gesellschaftlichen Anspruch als Partner der idyllischen Hansestadt sieht und als Stützpunktverein für Integration und Migration sich in den letzten Jahren zu einem wichtigen Akteur innerhalb der Stadt entwickelt hat. Der Warburger Sportverein ist 2018 durch eine Fusion mit 4 weiteren Vereinen hier in Warburg entstanden. Und wir haben zurzeit über 1200 Mitglieder. Wir haben in diesem Jahr trotz Corona einen Zuwachs von über 100. Und das ist eine stolze Zahl für uns, da sind wir sehr stolz drauf. Wir haben 10 Abteilungen, unter anderem Fußball, Basketball, Volleyball, Beachvolleyball, Buhlen, Reha. Und wir haben auch ein sehr breites Spektrum im Kindersport und auch im Bereich des Seniorensports. Und wir haben zurzeit knapp 50 Übungsleiter und die unterstützen uns nicht nur beim Training und bei den Angeboten, sondern auch, wenn wir mal Wettkämpfe haben oder mal Angebote haben, sind sie als Ehrenamtliche immer dabei. Aber nicht nur der Mitgliederzuwachs und das Engagement innerhalb des Vereins beeindruckt, sondern auch das Sportgelände, welches in den letzten Jahren stark modernisiert werden konnte. Also die Anlage ist eigentlich schon 1984 entstanden mit einer normalen Aschenbahn, wie es damals üblich war, und einem Rasenplatz für Fußball. Und wir haben dann die Chance genutzt, 2017, 2018 nach der Fusion Fördermittel zu beantragen. Und wir hatten das große Glück, durch eine passende Formulierung die Fördermittel auch genehmigt bekommen zu haben. Und wir haben hier etwa einen Zuschuss von knapp 800.000 Euro bekommen. Verfügen wir jetzt über eine Kunststoffrundbahn vom Typ 10. Amtlich abgenommen und wir haben 2 Beachvolleyballfelder, 2 Buhlbahnen und wir haben auch andere Gelegenheiten, um hier Freizeitsport entsprechend durchzuführen. Mit zahlreichen jährlichen Sportaktionen und Veranstaltungen zeigt der SV, dass er sich um seine jungen, aber auch um ältere Mitglieder kümmert. Also unser Verein konnte verschiedene Kooperationspartner finden, wie das Heilpädagogische Zentrum, die Behindertenwerkstätten, wo wir Reha-Sport mit den Leuten anbieten. Zudem kommt noch die Tagespflege, Heidhof mit 2 Häusern dabei und das Alten- und Seniorenheim Franz-Jordan-Haus, wo wir Gymnastik auch für Hochaltrige anbieten. Und dass gerade die jungen Mitglieder des Vereins nicht zu kurz kommen, steht außer Frage. Also wir haben im Warburger Sportverein bereits im letzten Jahr und in diesem Jahr auch wieder Ferienfreizeiten angeboten für die Kinder. Wir sind hier im Umfeld die einzige Einrichtung, die also 3 Wochen am Stück mit verschiedenen Schwerpunkten ein Naturcamp, ein Ahoi Piratencamp und jetzt ein Sportcamp angeboten hat. Und wir haben fast 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Alter von 6 bis 12 Jahren bei uns begrüßen dürfen. Der Warburger SV. Ein Verein mit dem Motto: Wir bewegen Warburg.